Das eine mit Baseballschläger wieder, so ein Irrer hier. Boah, der Junge ist Amok. Ammoniak. Hallo, hau ab. Der hat mich geknüppelt. Gar kein Problem. Ich hab keine Granaten mehr. Knüppel Saurus, ich hau dich weg. Glaube ich. Blendgranate. Fühl mich bedroht. Ey, ich fühl mich bedroht. Boah, ist das geil, ey. Hörst du nur Explosionen und Schüsse? Wäre so ganz ruhig. Loot? Wir sitzen. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die. Hier ist noch was? Oh, da hinten liegt noch was. Ihr Zug, Agent. Ihr Zug. Ich bin am Zug. Tutut. Neue Handschuhe. Den gleichen Weg zurück. Wir kriegen Begleitschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Warte, ich will erst in die Küche. Bist du da? Oh, zwei Pistolen. Ich habe einen neuen Rucksack, der ist größer und das ist ein großer Rucksack. Ach, hier geht's hier runter. Händler ist gut. Was ist denn das hier, Alter? Was Weil denn? Sind, ja, was für ein Ding ist denn das hier, wo wir sind? Weil hier sind viele. Wie nennt man das? Stühle. Das ist eine Gaststätte? Sitze? Vielleicht? Nee, komm mal hier runter. Das ist wie im Stadion. Wo bist du denn? Das ist doch ein Stadion, oder? Ja. Dieses komische Stadion. Na, die haben halt unten das Stadion zugebaut mit. Ja, als Labor genommen. Das ist doch eine riesengroße Laborwerkstatt hier. Was war. Ach, die haben bestimmt Eishockey. Ja, aber das ist doch oben. Ja, Eishockey ist das hier. So sehen die Stadien aus, wenn die Eishockey spielen oder Schlittschuhaufführungen oder sowas. Stimmt. Mit den Kreisen am Boden. Schlittschuh. Oder Basketball. Schlittschuh. Schlittschuh. Oh, ich hab den Fernseher kaputt gemacht. Wir spielen jetzt Schlittschuhlaufen. Mal guck mal, der Nikolaus winkt. Wink mal zurück. Ja, wir sollten eigentlich, die Frau hat eigentlich gesagt, denselben Weg zurück, oder? Nee, hier. Boah, ich hab dir die Hand abgeballert. Ich bin Killer, Mann. Hier. Leuchten wir gleich wieder. Geht doch alles da, alles so. Naja. Zeichen. Ey, da ist die Kiste. Oh, okay. Alles gut. Toll, und hier ist ein Geländer. Drauf rumklettern. Und hier ist ein Geländer. Ach, apropos, wartet mal, nicht bewegen. Was? Ich weiß, dass hier irgendwo Loot war. Du bist aber schon weit gekommen. Ja, ist Loot. Lutz. Okay. Wir müssen das Dach sichern, wir müssen die schweren Geschütze vom Himmel holen. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Explosionsding irgendwas schon da bei mir. Bei mir geht's nicht. Bam, bam, okay. Bam, bam, bam. Wird wahrscheinlich nur Muni sein. Oder? Nö. Egal. Boah, so, der Ding. Hier geht's lang zum Dach. Was? Onkel, geh mal bitte vor. Danke. Bin ich doch schon. Gut so. Geh mal bitte vor. Ja, klar. Fang mal bitte die Kugeln ab. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Wir sind drei. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Agenten. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Keine Neustartzone. Was heißt das? Wenn wir jetzt abkratzen, war es das mit uns? Richtig. Aha. Ja, du startest dann von hier hinten halt wieder. Ist cool, ja. Oh, okay, alles das sind Feinde. Aber schon ein paar. Ja, wenn ihr immer die Gegner nicht mehr seht oder so, sagt da immer Bescheid, dann drücke ich diesen Knopf mal wieder. Da habe ich natürlich diese scheiß Waffe gerade. Und verziehe erstmal die nächste Waffe. Boah, Leute, die sind aber wild, die Jungs hier. Aber Onkel, ich kann auch scannen. Das ist ja auch cool. Können wir uns das teilen? Wenn deins verbraucht. Okay, einer ist tot, Achtung. Roter Kriegsbereich. Kann ich einmal hier so. Schön, freie Schussbahn ausgenutzt. Nix. Meine Fresse. Ist der Hubschrauber auf der bösen Seite? Das ist unsere. Okay, warum brennt der?
Ein Hubschrauber rennt. Ja. Wo rennt denn der hin? Was? Ich will den Hubschrauber nicht verlieren. No. Hier ist zum Looten. Ja, hier ist Haufen zum Looten, sehe ich auch gerade. Wow. Na, schon wieder so ein Irrer mit dem Baseballschläger. Oh, ich habe eine schicke Bomberjacke gefunden, geil. Hey, du Arsch. Ha. Wenn man so, mit dem Knüppel... So, aber was... Wo liest denn ihr das, was ihr aufsammelt? Ich sehe das nicht. Die was runden ist? Dinger. Ja, aber da die steht doch nichts, was ihr aufsammelt. Doch, oben drüber direkt. Echt? Man hat es entdeckt. Boah, 900 Erfahrungspunkte habe ich gerade bekommen, weil ich einen übelsten Bums gemacht habe. Boah! die hat gesessen. Alter, aber sowas von. Guck mal, da hängt noch was in der Luft. Ach, geil. Boah, jetzt hab ich den richtig verschluckt, ja. Da hab ich ja aus Versehen eine Granate hingeschmissen. Oh, da kommen noch mehr. Die Granate, die war von mir auf jeden Fall, die du da vor dir haben. Nee, das ist meine. Nee. Boah. Oh. Der böse Mann. Mein Gott, ey, die Waffe, die verzieht so übelst. Ah ja. Boah, Leute. Oh. Oh, ich wurde erschossen. Scheiße, helf mir. Was denn? Ihr könnt mich aufheben. Bist du? Wie wärst du, wenn du einfach mal in Deckung gehst, Rivano? Ja, war ich doch, aber die haben mich in Deckung halt geschossen. Einfach aufheben, bitte. In Deckung geschossen. Ja. Ich hab nicht in Deckung geschossen. Ey, cool, das geht. Ja, das ist doch schön, Teamwork halt, ne? Boah, ich bin auch am Arsch. Trevano, Hilfe. Boah, schon wieder, ey, Mann. Ein Crazy, auch, Hilfe? Ne? Oh. Crazy, komm. Geh Deckung. Alter, warte. Nein. Ah, liegen wir alle im Kreis. Im Kreis des Vertrauens sind wir jetzt gerade. Ja, jetzt können wir auch gleich aufgeben, weil das hat ja wenig Sinn. Oh, Mann. Scheiße. Passiver Zuschauer stand da gerade. Ja. Laden. Latin. So, okay, dann starten wir wieder von hier. Na? Okay, das ist auf jeden Fall jetzt, das ist das erste Mal, wo wir ein bisschen taktisch machen müssen. Wir sind ja gerade einfach nur dran reingerannt. Granaten sinnlos hingeworfen. Jo, ich scanne erstmal die ganzen Leute hier ab. Hier wird wieder gefragt, wie lange es geht. Ja, wissen wir nicht. Ja, also ich denke mal, wird's halb eins wird. Ja, ist in Ordnung. So, okay, ich werde jetzt mal meine Granate da so reinwerfen. Ja. Also ich bin hier hinter Entdeckung. Ich hatte auch eine Granate, aber diese andere Granate, diese Spezialgranate. Die ich wahrscheinlich auch haben müsste. Gut, einen habe ich erledigt. Der nächste ist weg. Sehr schön. Okay, wir müssen vorrücken. Kommt, Leute. Sie müssen. Wenn du Kettenschüsse machst, also Feuerstöße, das heißt einmal ganz kurz drückst, dann verzieht die nicht so. Nein. Ist doch logisch. Nein, doch. Oh. Ja, das ist doch logisch, dass die dann nicht verzieht, weil du machst ja einen aber Schuss. Ich habe vorhin gesehen, dass der Onkel voll durchgezogen hat und immer nach oben geschossen hat. Ja. Gegenhalten. Deswegen sage ich das nochmal. Achtung, Knüppel aus dem Sack, Mann. Der oh, Alter. Ha? Alter, was ist denn hier los? Tja, wohl offen, ne? Alter, die mit ihren Baseballschlägern, was wollen die erreichen? Oh, der hat ein dickes MG da oben, Leute. Nein, den hab ich. Nein, der schießt mir eine Granate. Scheiß der. Hatsch der Killer. Starsky und Hatsch. Ja.
der ist ja unverwundbar, der Typ, ey. Nein, am Rücken nicht. Am Rücken nicht. Ne, was? Also oh, der am Killer. Rücken ist, am Rücken ist er verwundbar. Bitte. Da versuche ich gerade von hinten an den Rand. Ja. Gewitter, Donner, Hagel, Blitz. Da liegt er am Boden. Ich will mal was einsammeln. Oh. Spring doch. Oh, Leute, oh. Oh, 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 oh. Oh, jetzt hauen die ab. Oh, jetzt kommt's gleich. Jetzt kommt's gleich. Ja. Sind die jetzt stiften oder was? Oh, wie sie alle umfallen. Wie die Geier. Ich hab nichts zu einsammeln. Das war ein guter Anfang, Agent. Doch, ich hab ja ich kann mal meine sogar ein blaues Ding. Was hab ich jetzt hier? Sie sind auch so ein gutes Team. Stufe 6! Wenn sie in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Oh, hier ist noch mehr zu einsammeln. Geile Mission, Leute. Geile Mission. Echt spaßig. Ich hab meine Muni aufgefüllt. Hä? Ja, mach ich auch gleich mal. Ich hab mein Muni aufgefüllt. Hm. Leute, ihr habt ein Level, ne? Nee. Aber wir können immer noch nicht tiefer gehen. In Beta nicht verfügbar. Ach so, da kommen wir doch nur. Ne. Erste Hilfe können wir weitermachen. Was? Erste Hilfe kannst du weiter runter lernen, aber den Rest Technologie und so nicht. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Neue Pistolen haben wir. Talente gibt's nicht und Vorteile kann man auch nicht haben. In der Stufe Beta. 6. Bedeutet also nur Kacke. Warum ist es rot? Ach, weil ich es noch nicht nehmen kann, weil ich noch keine Stufe 6 bin, oder was? Ja. Das könnte es sein. Oh, ich habe einen geilen Rucksack jetzt. Anlegen nicht möglich, so benötigen die Höhe. Aha, okay. Schalldämpfer. Schalldämpfer ist mega geile Ausrüstung, meine Freunde. Mega geil. Mega übel. Echt cool. Echt witzig. Oh, geil, ich habe ein Reflexvisier. Reflexvisier, oh, machen wir Schaden immer. Schaden ist immer gut. Sehe ich jetzt hier, dass ich ein Reflexvisier habe. Oh, bessere Pistole. Das bringt mir aber relativ wenig. Bessere Pistole. Kann hier am Finger anstecken, dasselbe Effekt. So. Ja. Ist so. Juckt ein bisschen, aber ist gut, oder? Nee, es bringt nichts, das Visier. Hier, dann ja. Lieber die Zieloptik. Kannst du auch rufen zu dem Gegner. Ey, komm mal raus! Ich sehe die nicht. Ja, oh, geil, Sniper-Visier. In der Kategorie Handschuhe sind sie ein Mann. Da kann ich das nicht benutzen. Oh, ich habe jetzt auch einen schützenden Rucksack habe ich bekommen. Mhm. Ja, langsam komme ich mit dem Inventar so klar. Das hat ein bisschen bei mir gedauert, muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich, muss man mal sagen, wie das ist. Also da muss man echt durchsteigen. Das ist, ja, beschissen. Okay. Wir sollten mal die Mission beenden. Was hören wir davon? Müssen wir lang? Wieder? Ach ja. Ah, verlassen Sie bitte die Mission. Ach ja, stimmt. Jetzt hier so James Bond-mäßig hier. Dün, 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 dün. Okay. Ich sehe nichts. Von den 4 geht er her. Alter, ich sehe nichts. Dün, 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 dün. So, ich bin unten. Ja, noch. Mission Impossible. Ja. So. Sind aber nur 2 Seile, ja. Das heißt, einer muss immer warten. Nein, ich rutsche einfach auf deinen Kopf hinterher. Drehwarnung muss natürlich warten. Hallo, ich bin da. Ah, hier haben wir einen Rucksack. Ein Sackruck. Hier, bleib stehen. Da ist Midi. Midi-Fick. Ich kann nicht, ich bin schon voll mit Medi. Ich hab schon 2 Medikits. Medifick. Medifuck. Ich hab schon 2 Medikits, du kannst ja nur 2 mitnehmen. Stimmt, deswegen konnte ich die ganze Zeit die Scheiße nicht einsammeln, ich Vollidiot. Hm. Du musst jetzt ja der Eingang des Ausgangs. Recht, wenn ich das sag. Hier geht's raus. Hier. Was? Hier. Wer kennt hier aus? Nimm mal den Ausrufezeichen hinterher. Der war schon mal hier. Ach stimmt, die waren ja schon mal. Stimmt, wegen dem Ausrufezeichen. Ja, mit dem Viereck, ne?
Ja, wir verstehen uns, siehst du? Das viereckige Ausrufezeichen. Also, das ist ein Ausrufezeichen getarnt als Viereck. Was haben wir denn hier noch so? Was ist denn das? Nee, Viereck getarntes Ausrufezeichen. Ach, da ist ein Ausrufezeichen, siehst du? Dann ist das eigentlich. Wir können den medizinischen Flügel entsperren. Sollen wir das gleich machen? Komm, das machen wir gleich mal. Ja. Selbstverständlich. Ich möchte den Doktor, möchte mich untersuchen lassen. Dr. Chivago. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Bis auf Dr. Chivago. Was? Wir haben einen neuen Agenten im Team? Wen hast du denn eingeladen? Was? Es hat einen Agent im Team? Agent X. Jessica Candle ist jetzt unser neuer. Nee, Bergkabak. Keine Ahnung, wer das ist. Wo ist denn der Jessica Dingens reden. Der medizinische Flügel. Ach hier. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Den Viereck nach. Ach nee, Ausrufezeichen. Ach nee, ist ja bei dir 1. Stimmt ja. Ja, ich hab'n. Oh, jetzt kommt ein Video. Das schaue ich mir jetzt an. Alter. Warte mal. Geschäfte gefallen mir. Sind kranke Leute. In den Betten erschossen. Mann, ihr macht sowas von platt. Wieso habt ihr denn? Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Bin gerade wieder zu doof. Was haben wir? Hier rein. Oh, so, ich hab das Ausrufezeichen jetzt gesucht. Okay, jetzt kommt bei mir eine Sequenz. Hast du doch das Viereck gesucht. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Die Arme, ich hoffe, ihr beiden geht's schnell besser. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Ah, wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Doofer Arsch. Sagt alles Sonderangebote. Schweineteuer, der Arsch. Flügel ausbauten. Jeder Flügel hat 10 ausbauten. Fange ich gleich an. Geil, das macht so Spaß. Cool. So, okay. Bei mir ist auch die Videosequenz. Kann ich denn diesen Typen hier eigentlich wieder rausschmeißen? Typen? Ja, wir haben einen jetzt mit einer Gruppe. Oh. Oh, rechts unten stehen noch die Leute, die bei uns im Team sind. Und da ist irgendwie ein Berg. Drei Gruppenmitglieder haben wir. Ja. Aber wir sind normalerweise 2, ne? Oder? Ah, so geht das. So, ja. Vielen Dank, dass ihr Tom Clancy zu Peter gespielt habt. Glückwunsch. Oh, ist es vorbei, oder was? Nein, musst du Kreis drücken. Also. Steht doch da. Kein Interesse. Ja, ich dachte nur, dass jetzt auf einmal vorbei ist. Es ist eine Beta, keine Demo. Ja. Wenn wir... Okay, jetzt habe ich hier... Also wenn wir diese... Ah, die labert mich gerade voll. Wenn wir jetzt also diese Kleeblätter sammeln hier, das bedeutet, da kriegen wir Vorrätepunkte zum Ausbau. Ja, geil. Also wenn wir jetzt Kleeblätter-Missionen machen... Na, das nenne ich mal sind doch, ne? Oder so, auch Schneeflocken sein. Oder meinst du die Dreiecke? Nein. Kleeblätter sind die Hauptmission, falls du die meinst. Vielen Dank, dass du die mir dann gespielt hast. So, also das ist jetzt... Sieht aus wie eine Schneeflocke, eine grüne. Das sind die Hauptmissionen. Echt? Endlich genug Personal. Das denkst du, was wir eben gemacht haben? Wir haben alle Hände. Das heißt also, dass mit den, also damit können wir dann auch die verschiedenen Bereiche ausbauen mit den Hauptmissionen. Also dieses Ding scheint einfach nur das Klinik-Symbol zu sein, oder? Diese grüne. Hm. Naja, ich weiß, was ich tun habe. Ich kann jetzt eine Fähigkeit oder mein. Nee, weil wenn du mal auf die Map gehst, dann siehst du die Missionen. Ach so, nee, Quatsch, das sind ja diese. Ach, bin ich blöd. Ja, das sind noch die normalen. Die Missionen, die wir immer gemacht haben, das sind eben die Hauptmissionen. Diese Schneeflocke, wie der Revano so schön sagt. Ja. Toll, da steht sogar medizinischer Bereich, Vorteile, aber in der Beta nicht verfügbar. Toll, die Schweine. Hauptsache, man kann es mal gucken, ne? Na, es ist gut, dass es nicht da ist.
Ja, und wir haben jetzt noch einen Platz bei Medizin. Wenn ihr auf Fähigkeiten gebt, unter denen, was der Onkel hat, Impulsgeber, kannst du darunter jetzt Erste Hilfe, ist verfügbar. Damit können wir uns alle heilen. Und also ich, euch und die Verbündeten im Umkreis. Sie